Wir stehen hier vor dem Maximilianeum. Das ist seit 1949 der Sitz des Bayerischen Landtags. Die Prannerstraße, wo bisher das Parlament tagte, also bis 1949, das wurde zerstört im Zweiten Weltkrieg. Man ist dann immer wieder umgezogen, unter anderem auch in die Aula der Universität. Aber das ist jetzt sozusagen das Synonym für den Bayerischen Landtag. Und deshalb gehen wir da jetzt auch rein. Wir sind im steinernen Saal des Maximilianeums. Das ist das Vorzimmer des Plenarsaals. Das Gebäude wurde erbaut von dem Architekten Friedrich Bürglein im Auftrag von König Maximilian II. Eigentlich als Gemäldegalerie und als Sitz für die Stiftung für die begabten Landeskinder. Die Stiftung ist heute immer noch Eigentümer. Der Bayerische Landtag ist der Dauermieter. Und die Stiftung hat heute auch noch die Zimmer für die Stipendiaten hier im Haus. Wir haben natürlich mehrfach umgebaut und deshalb schauen wir jetzt mal, wie der Plenarsaal heute ausschaut. Wir sind hier mitten im Herz der Demokratie im Plenarsaal des Bayerischen Landtags, des Maximilianeums. Und ich bin die Präsidentin dieses Parlaments und ich gehe jetzt zu meinem Arbeitsplatz. Wir sind hier auf der Presse- und Besuchertribüne des Plenarsaals. Der Plenarsaal hat nicht immer so ausgeschaut. Ursprünglich sieht man es auf dem Bild aus dem Jahr 1949. Das ist die Pressekonferenz zum Einzug ins Maximilianeum des Parlamentes. Hier bin ich übrigens auch noch gesessen in dem damaligen Gestühl. Ja, heute, wie gesagt, alles neu umgebaut, unter meinem Vorgänger Alois Glück. Technisch besser ausgestattet. Man kann auch live die Sitzungen natürlich verfolgen, hier im Plenarsaal als auch in den Ausschüssen. Man kann es aber auch übertragen über die Kameras. Und das war besonders wichtig, weil wir haben sehr viele Besucherinnen und Besucher, 50.000 pro Jahr. Wir sind hier in der Ahnengalerie, also meine Vorgänger im Amte. Bayern hat eine lange demokratische Geschichte. Sie reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Aber trotz Geschichte entwickeln wir uns natürlich nach vorne und deshalb nehme ich Sie jetzt noch auf die Arkaden mit. Wir sind jetzt auf den Arkaden mit einem wunderbaren Blick auf die Isarauen. Und das neueste Projekt, was der Bayerische Landtag hat, ist ein neues Besucherzentrum zu bauen, auch barrierefrei zu bauen. Und es wird dann auch einen Lift geben in diesem Südturm der Arkaden, wo die Menschen direkt in das Besucherzentrum kommen, das 2023 eröffnet werden soll. Wir wollen ein offenes Haus sein, wir wollen die Besucher hier bei uns zu Gast haben und Demokratie schlicht und ergreifend erlebbar machen. Das ist auch die Aufgabe von Politik und einem Ort der Demokratie. Musik.